Ist der Kaffee in der Gastronomie oftmals so schlecht, weil der Kunde gar nichts Besseres erwartet? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Ich hatte heute Morgen wieder eine interessante Diskussion mit meiner Frau. Und zwar ging es um das Thema Kaffeequalität in der Gastronomie. Ich zeige mich da immer so ein bisschen enttäuscht, weil wenn ich für 3,50 Euro irgendwo einen Kaffee bestelle, erwarte ich einfach eine gewisse Qualität. Ich denke, das ist auch gerechtfertigt. Meine Frau meint, dass der Kunde an sich gar nicht so eine hohe Erwartungshaltung hat. Dass ich als Profi sozusagen natürlich da einen hohen Stellenwert drin sehe, aber die meisten Deutschen einfach gar nicht darüber nachdenken. Die kaufen sich einfach diesen Kaffee und egal wie der irgendwie schmeckt, scheint den irgendwie nicht so wichtig zu sein. Ich will das aber nicht glauben, ehrlich gesagt. Weil für mich ist es ja auch ein Anzeichen dafür, wie ist denn dann auch die Qualität in der Küche? Also ich habe das selbst im Sterneumfeld erlebt, wo dann tatsächlich der Koch 4 Stunden in der Küche steht, ein tolles 5-Gänge-Menü zaubert und dann kriegt man zum Abschluss einen Espresso, der zum Weglaufen ist. Und das erlebe ich auch bei der Kundschaft, die dann zu mir kommt und mir genau solche Geschichten eben auch erzählt. Da hat der Koch wirklich ganz lange in der Küche gearbeitet und den letzten Eindruck, den der Kunde dann am Ende mitnimmt, ist einfach dieser wirklich grottenschlechte Espresso. Das kann doch nicht sein. Wo ich dann immer den Umkehrschluss ziehe, wenn der schon keinen Kaffee kann, ja, hat er dann seine Raviolis aus der Dose geholt? Also das ist, für mich gehört das irgendwie zusammen, dass wenn man das eine beherrscht, auch das andere beherrschen sollte. Vielleicht bin ich aber mit meiner Meinung da ganz alleine und der Gast tatsächlich gar nicht so anspruchsvoll ist, wie ich immer denke. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare.